Im heutigen Video stelle ich euch wieder einen spannenden und in der Zahnmedizin weitgehend unterschätzten Fall vor. Am Titel habt ihr es wahrscheinlich schon erkannt, es geht um einen Rheumapatienten. Aber was Rheuma genau ist und wie rheumatische Krankheiten mit dem Zahn-Kieferbereich zusammenhängen können und wie ich als Zahnarzt in der Lage bin, dem Patienten zu helfen, erfahrt ihr genau jetzt. Also bitte bleibt dran. Hallo, ich bin Zahnarzt Dr. Johann Lechner und ich betreibe seit 40 Jahren eine Praxisklinik für ganzheitliche Zahnheilkunde in München. Ich beschäftige mich dabei mit den Auswirkungen von chronisch toxischen und chronisch entzündlichen Belastungen aus dem Zahn-Kieferbereich auf das Immunsystem. Hier auf meinem Kanal stelle ich regelmäßig für einen Zahnarzt untypische Behandlungsfälle vor. Wenn ihr also wissen wollt, welche anderen Krankheitsbilder im Kieferbereich ausgelöst werden können, dann abonniert meinen Kanal, schaut euch die anderen spannenden Fälle an und lasst uns eure Meinung oder Fragen in den Kommentaren da. Morgens nach dem Aufstehen mit steifen Gelenken eine Tasse Kaffee einschenken, tagsüber mit schmerzenden Knochen, mit schmerzenden Muskeln und Sehnen arbeiten. Wir kennen alle jemanden, der sich darüber täglich beklagt. Rheuma ist ein Überbegriff für mehr als 100 verschiedene Erkrankungen. Sie alle äußern sich in chronischen Schmerzen, können aber ganz unterschiedliche Körperbereiche betreffen. Hierzu zählen Krankheiten, die auf entzündlichen Prozessen beruhen. In der Regel richtet sich dabei das Abwehrsystem gegen körpereigene Zellen. Unser Patient, nennen wir ihn einfach Patrick, suchte meine Praxis auf, weil er nicht mehr wusste, wo ihm geholfen werden kann. Patrick war Spitzensportler und im Kader für Triathlon. Man sollte meinen, ein kerngesunder, junger Kerl. Aber plötzlich schwellen seine Finger an, sodass man ihm im Krankenhaus Schienen anlegen musste. Er bekam Schmerzen in Schulter und Ellenbogen. Seine Bewegungsfreiheit war stark eingeschränkt und Treppensteigen, Anziehen oder seinen Kindern das Brot schmieren war wegen der Schmerzen kaum möglich. Zu den Schmerzen kam dann auch noch starke Schuppenflechte dazu. 5 Jahre lang litt der junge Sportler. Dabei stiegen die Entzündungswerte in seinem Körper immer weiter an. Aber anstatt nach der Ursache der Symptome zu suchen, wurde ihm einfach unterstellt, er hätte zu viel psychischen Stress und man verordnete ihm starke Medikamente, ohne zu wissen, ob die nun wirklich helfen. So sah Patrick aus, als er meine Praxisklinik aufsuchte. Nachdem er mir seine Leidensgeschichte erzählte und erwähnte, dass er vor 10 Jahren alle Weisheitszähne in einer Sitzung gezogen bekam, habe ich ihn genau auf diesen Punkt hin untersucht. Zum genauen Untersuchungsvorgang komme ich später. Ich habe also Patrick auf diesen Aspekt hin untersucht und eine FDOK vermutet. Was ist eine FDOK? Eine FDOK ist eine fettig-degenerative Osteonekrose im Kieferknochen. Und das ist eine sehr unterschätzte Krankheit. Aber ich forsche seit fast 40 Jahren daran und habe auch schon mehrere Bücher und zahlreiche Fachartikel über dieses Phänomen veröffentlicht. Bei einer FDOK bilden sich im schlecht ausgeheilten Extraktions- und Weisheitszahngebieten sogenannte Kavitäten. In diesen Hohlräumen ist dann der Knochen nicht richtig verheilt, sondern es bildet sich darin ein weiches, entzündetes Fettgewebe. Und deshalb spricht man auch von fettig-degenerativ. Und darin bilden sich dann Entzündungszytokine, insbesondere eines namens Rantes und CCL5. Da andere Entzündungszytokine wie Interleukin 6 oder TNF-alpha dort nicht gebildet werden, haben die Betroffenen
auch dort oftmals keine Schmerzen direkt im Kieferknochen. Es handelt sich um eine stille Entzündung, also um eine Silent Inflammation. Aber wie steht das jetzt in Verbindung zum Rheuma? Wie ich am Anfang schon erklärt habe, stehen rheumatische Krankheiten in einem starken Zusammenhang mit Entzündungen und somit auch im Zusammenhang mit Entzündungsbotenstoffen, wie zum Beispiel Rantes oder CCL5. Durch den ansteigenden Wert des Entzündungssignals Rantes im Kiefer wird dieses Entzündungssignal an die Gelenke weitergeleitet und dort kommt es dann entfernt zu lokalen Entzündungen. Behandeln mit Medikamenten kann man eine FDOK nach meiner Erfahrung nicht. Man muss das entzündete Fettgewebe aus dem Kieferknochen in einem kleinen operativen Eingriff herausoperieren. Patrick haben wir zweimal operiert. Nach der ersten OP berichtet er, dass die Schuppenflechte verschwand und er sich besser bewegen konnte. Hier blende ich euch ein Bild ein. Aber auch die Untersuchung des entnommenen Gewebes spricht für sich, denn der Rantesgehalt lag bei fast 5000 Pikogramm pro Milliliter. Ein gesunder Wert wäre im Vergleich nur mit 150 Pikogramm pro Milliliter aufgetaucht. Ein paar Wochen später operierten wir Patrick ein zweites Mal und wieder berichtete er, dass seine Finger weiter abschwollen und sich sogar die Knoten unter der Haut zurückbildeten. Ein schöner Erfolg also. Aber wir haben nicht nur bewiesen, dass Patrick nicht nur unter psychischem Stress litt, sondern auch sein rheumatisches Leiden behandelt und einmal mehr das Phänomen einer FDOK bewiesen. Wie habe ich Patrick also untersucht, um diese FDOK zu erkennen und zu lokalisieren? Mit herkömmlichen Röntgenaufnahmen und DVTs lässt sich die Kieferknochendichte leider nicht zuverlässig bestimmen und somit auch nicht erkennen, ob eine FDOK vorliegt oder nicht. Genau dafür habe ich in den letzten 10 Jahren ein Gerät entwickelt, mit dem das möglich ist. Es heißt CAVITAU. CAVITAU ist ein bildgebendes Verfahren zur Ermittlung von Knochendichte und Knochenqualität im Kieferbereich mittels einer transalveolären Ultraschallanwendung. Ich zeige dir diese Diagnostik am Beispiel von Patrick. Auf dem Röntgenbild könnt ihr nichts erkennen. Beide Bilder, Röntgen und DVT, sind unauffällig. Aber wir sehen auf dem CAVITAU-Bild, dass grün sich als gesunder und fester Knochen abbildet und überall da, wo orange und rot ist, liegt weicher, nicht gesunder Kieferknochen dar. Zum Beispiel seht ihr auf dem Zahn 1,7 ist grün, das ist ein gesunder Kieferknochen, während im Bereich 1,8 und 1,9 die Rotfärbungen deutlich eine FDOK zeigen. Und so hilft mir die strahlungsfreie Ultraschalluntersuchung mit CAVITAU solchen Leuten wie Patrick mit rheumatischen Erkrankungen zu helfen. Für die Zahnarztkollegen unter euch habe ich jetzt noch 2 kleine Schmankerl. Falls ihr euch jetzt ausführlicher über die heutigen Themen informieren wollt, meldet euch im sogenannten ICOSIM-Forum an. Dort veröffentlichen und diskutieren wir mit euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu CAVITAU und FDOK. Außerdem veranstalten wir in der Praxisklinik regelmäßig Fortbildungen und Seminare. Wer also einmal bei einer Live-OP einer solchen FDOK dabei sein möchte oder sich das Ultraschallgerät CAVITAU näher anschauen möchte, meldet sich jetzt für den CAVITAU-Newsletter an und wird dann automatisch über die neuesten Events informiert.
Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox unter dem Video. Ich bedanke mich und hoffentlich sehen wir uns, wenn ich den nächsten spannenden Fall vorstelle, wieder. Bis dahin, euer Dr. Johann Lechner.